Leute, checkt gerne meinen neuen Sponsor Kinguin aus. Falls ihr günstige FIFA-Points, Fortnite V-Bucks oder irgendwelche Spiele sucht, seid ihr dort genau auf der richtigen Seite. Mit dem Code FIFA-Gaming spart ihr außerdem noch 10% und mit jedem Kauf unterstützt ihr mich natürlich. Checkt das Ganze gerne aus. Link ist natürlich direkt oben in der Videobeschreibung. Danke. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Foto wieder auf meinem Kanal. Wie immer eure Lieblings-Icon aus FIFA 20 gerne in die Kommentare schreiben, Leute. Und wie immer, falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich dabei sein. Schaltet täglich ein, macht die 3 Likes voll, falls ihr nicht abonniert habt. Abonnieren, kostenlos und Glocke aktivieren. Täglich dabei sein, jeden Tag neue Drafts. Ich hoffe doch, ihr seid dabei, Leute. Wäre auf jeden Fall fresh und ihr wisst es, checkt wie immer auch gerne meine Songs aus, Leute. Auf Spotify, iTunes, Amazon Music, Google Music, Google Play oder wie er da auch mal heißt. Überall, wo es Musik gibt. Gerne abchecken. Till FIFA Gaming heiße ich überall. Hört euch gerne meine Songs an. Checkt es gerne aus. Zeigt Support. Ich danke jedem, der mich da unterstützt. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Also gerne vorbeischauen. Und wie immer auf Dauerschleife pumpen. Ne? Neben dem Song dieses Halbkreis-Dauerschleife-Symbol anmachen und dann Tag und Nacht durchpumpen, Leute, beim Zocken im Hintergrund einfach die ganze Zeit die Songs hören. Macht die 1 Milliarde Streams voll. Ich hoffe doch. Wir starten ins Video, bleibt bis zum Schluss ran. Let's go. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. So, 3-4-3 Formation. Baba-Formation, Leute. Ab geht's. Messi. Oh, Tava. Fresche Sache. Eigentlich geht der rechts. Warum geht der nicht hin? Oh, Mann, Digga. Hey, Digga. Geh doch einfach ins rechte Mittelfeld. Ja, Messi haben wir schon 1 Million Mal gehabt, ne? Nehmen wir Tauwarm mit Sommerhitze. Ja, bisschen fresher mal zur Abwechslung. Müssen wir mal gucken, ob wir den einbauen können. Vielleicht ein Mbappé. Ja, das war's dann aber auch schon. Ah, okay, geht natürlich noch ein paar andere Optionen, aber Mbappé wäre optimal. José Calleón schon der beste Spieler. Hat der ein Dings? Trotz, ich glaube nicht, nehmen wir mit. Checkt wie immer noch gerne, Leute, wenn ihr Bock habt, meinen Nice Shop aus. Ne? Gönnt euch die Nice Designs in Blau, Rot, Orange, Grün, wie man den 4 Farben. Gerne abchecken. Viele weitere Designs: Kissen, Tassen, Turmbeutel, Nice LED-Lampe am Start. Handyhüllen ebenfalls am Start, Leute. Orange, Blau, Rot, Grün und gratis. Autogrammkarte gibt es auch noch zu eurer Bestellung dazu. Checkt aus, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Danke euch für euren Support. Wäre sehr, sehr fresh. Vielen, vielen Dank. Und ja, gerne vorbeischauen, ne? Wenn ihr mich supporten wollt, weiter geht's auf der linken Seite, Obermaß. Agi auch noch. Ist immer so eine Sache. Wen nimmt man mit? Eigentlich egal. Ich würde sagen, Obermaß. Wie immer auch noch gerne, ne? Ihr wisst es nicht vergessen, Leute, meine Songs abchecken, Leute. Spotify, iTunes, Amazon Music, YouTube, OPK. Überall heiße ich Till FIFA Gaming. Auf jeder Plattform, wo es Musik gibt, finde ich mich unter Till FIFA Gaming. Hört euch gerne meine Songs an, Leute. Wie immer, vielleicht gefällt euch der ein oder andere Song. Gebt dem Ganzen eine Chance. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Danke ich euch trotzdem, dass ihr vorbeigeschaut habt. Ja, Link ist unten in der Beschreibung. Oder wie gesagt, Till FIFA Gaming abchecken. Gerard, Digga. Schaut gerne vorbei und macht neben dem Song dieses Halbkreissymbol an, ne? Und dann Tag und Nacht. Dauerschleife, die Songs pumpen beim Zocken im Hintergrund die ganze Zeit, die Songs pumpen. Vielleicht gefällt euch der eine oder andere. Der Freche. Danke euch. Digga, danke auch an Straff Simon. Der hat, glaube ich, weiß ich mir hundertprozentig, schon ein bisschen länger her, mal eine heftige Team of the Season Karte in der MLS. Ich meine schon, ey. Hat er sogar, glaube ich, 80, 90 Tempo gehabt, irgendwie so. Der war richtig schnell, aber jetzt, glaube ich, bis ins Alter gekommen. Ja gut, wir nehmen mal hier Turan mit. Warum kommt denn jetzt der Silberspieler in der Startelf, Alter, Mann? Ich meine, auf der Bank ist auch kacke, aber okay, Digga, aber nicht in der Startelf. Ey, Startelf, das sieht immer so broke aus dann, ne? Renato Augusto, naja, Link jetzt gerade erstmal nur wegen den beiden Icons. Sonst wird der Kollege auch nicht linken von Beijing. Von Beijing Guan. Aber stabile Karte, muss man sagen, Alter, heftig. Aber bei Leverkusen, wie gesagt, ist schon ein bisschen länger her, war bei Leverkusen auch richtig, richtig stark. Eine Zeit lang war der wirklich gut. Dann ist er zurück nach Brasilien gewechselt, jetzt nochmal nach China. Ein bisschen Cash machen, Digga. So muss das sein. Ey, Kempel, dritte Icon. Achso, okay, nehmen wir mit. Ginter, Matze Ginter hätten wir auch noch. Aber Ginter lassen wir mal hier, weil wir haben Kempel. Auch wenn Ginter ein Rating higher rare. Aber Icon ist Icon, Leute. Icons haben wir immer Vorrang. Ihr wisst es doch, Icons immer ein bisschen besser. Was ist das für heute? Lafont, Megatalent. Obwohl mittlerweile, 1999, das ist jetzt 21 schon. Also so langsam wird es mal Zeit hier, alter Lafont. Im Karrieremodus aber immer ein richtiges Talent. Ich glaube, dieses Jahr gar nicht so krass. Letztes Jahr absolut krankes Talent gewesen im Karrieremodus. Richtig heftig. Na gut, nehmen wir mit. Das ist der Beste, Alter. Ist eiskalt der Beste. Obwohl, der hier ist nur ein Rating niedriger und linkt wenigstens Piqué grün. Wer weiß, man weiß nie, Alter. Vielleicht kriegen wir keinen Torhüter mehr, ne? Deswegen nehmen wir Robles erstmal mit. Der war, glaube ich, mal in der Premier League, ne? Robles. Ich meine schon, ich bin nicht 100% safe, aber ich meine schon. Okay, Stürmer, come on, Pink-Animation, nochmal bitte was Gutes.
Naja. Deswegen ist, wenn wir jetzt Ronaldo mitnehmen, können wir ihn halt nicht mehr als Tots bekommen. Ich hätte ihn nicht einmal als Tots bislang, aber wir müssen ihn mitnehmen, weil die anderen sind alle zu low rated. Hätten die wenigstens Immobile mal irgendwie als Team of the Season rausgerückt, Alter. Schade. Linker Flügel wird's. Barnes, ja, vierte Icon. Ist okay, 91er Bewertung, 92 schiebe. Also ein. Ach, Digga, jetzt dieser. Oh Mann, Alter, Controller wieder leer. Ich könnte kotzen, wo ist mein Kabel hier? Ich sag mal so, dafür, dass wir einen Silberspieler haben, ist eine 91er Wertung nicht verkehrt. Erstmal Controller aufladen hier. Geht klar, Alter, ohne Scheiß. Kann man wieder arbeiten. Warum kann ich nicht hier. Digga, ich kann einfach meinen Controller nicht bewegen. Nur nach hier unten. Was ist das denn? Digga, WTF. Hä? Ach so, wer hat die doch gar nicht ausgewählt? Ach, Digga, deswegen. Ich dachte, ich hätte ihn schon ausgewählt. Okay, das war ganz komisch gerade. Egal, wir nehmen Barnes mit. Also wie gesagt, 91er Wertung, obwohl Silberspieler, wäre der vielleicht auch noch 90 plus, hätten wir, also auf 92 wären wir easy gewesen, vielleicht sogar auf 93. Was ist das denn jetzt hier, Alter? Kann doch nicht wahr sein. Werbitsch nehmen wir mit, oh Mann, naja, schon wieder so ein Start an. Aber wenn die Bank wieder so anfängt, dann weißt du schon direkt, kannst vergessen, ey. Martial sieht zwar fresh aus, diese gelbe Karte, aber bringt uns halt nicht weiter. Hat halt auch nur ein 87er Rating, zu Beginn von FIFA wäre das stabil gewesen, aber jetzt, wo jeder Spieler gefühlt irgendeine 90er Plus-Karte hat, ist da halt nichts mehr Besonderes. Digga, Opara 96 Tempo, Innenverteidiger. Ja, kann man mal machen. Den haben wir auch noch nicht, ey. Was hat der da? Hat der so einen Helm auf? Wahrscheinlich hat er irgendeine Kopfverletzung, glaube ich. Sieht so aus wie so ein Helm, ey. Wie Tschech den immer hatte. Irgendeine Kopfverletzung gehabt. Alter, Opara spielt schon immer in der MLS, ne? Immer die normale Karte hat schon, glaube ich, 80 Tempo. Aber ist, glaube ich, Silber, ne? Oder Gold, nee, kann sein Gold. Der war mal irgendwann, das hatte man ein Update bekommen auf Gold. Pass auf, stellen wir erstmal hier rein. Bringt sogar genau gleich an Chemie, Alter, geil. Geil, ey. Da fragt sich, wie soll ich Opara einbauen? Geht sogar gerade mit zwei Icons. Machbar. 92er Bewertung. 92 Chemie. Oh, nice. Requelme. Sehr, sehr fresh. Boah, Digga. Das Ding ist, unser Mittelfeld ist einfach schon optimal besetzt. Der hat nicht mal eine Chance im Mittelfeld. Das heißt, wir müssen den, wohl oder übel, hier erstmal hinstellen auf die rechte Seite. Ja, Maha, Tova. Ich will jetzt erstmal den hier rausnehmen, weil der hat nur 84. Vielleicht kommen wir sogar auf eine 93. Na, leider nicht. Kommt doch mal noch den nächsten Spieler, wenn der vielleicht heftig ist und wir den für den Torhüter. Wir haben 78er Torhüter. Ey, Digga, was ist da los? Ey, Chesney wäre nicht schlecht. Aber bringt uns nichts. Gattuso, Icon. Wäre die sechste Icon schon, Alter. Ist stabil. Das ist wirklich stabil. Problem ist, der hat halt auch wieder nur 80. Der bringt uns halt auch eigentlich nichts. Salvio wäre gar nicht so schlecht, aber Icon ist Icon, was sollen wir machen, Leute? Was sollen wir machen? Zack, kommt erstmal hier rein, bringt natürlich erstmal viel, viel weniger Chemie, aber bringt uns nicht mal auf der 93. Korrekt, Digga. Korrekt, vielleicht so, warte mal. Nö. Geil, Digga. Egal, machen wir erstmal so 87 Chemie, immerhin. Bisschen Chemie noch gepusht. Bisschen Chemie noch gepusht. Das Ding ist, wie viele Mittelfeldspieler? Wir haben jetzt drei zentrale Mittelfeldspieler hintereinander bekommen, die alle stabil high-rated sind, aber uns halt gar nichts bringen. Nehmen wir Sergio Busquets mit. Bringen uns halt wirklich gar nichts. Das sieht auch wieder nicht gut aus. Son. Junior Morales. Boah, Digga. Kranke Karte, Junior Morales. Heftig. 92, Alter. Stabil. Stabil. Son hätten wir noch. Son könnte eventuell sogar noch wichtig werden. Morales. Obwohl, wir haben gar kein Premier League-Spieler. Okay, wir haben Martial. Na gut, bringen uns auch nicht viel mehr. Wir bräuchten eigentlich ein Mbappé oder so. Nehmen wir Junior Morales mit, was soll's. 92 rated immerhin. Sieht nice aus, high rated. Das war's aber auch schon wieder. Oh, Digga, was ist denn hier los, ey? Was? Wir kommen nicht weiter. Ey, rechts Mittelfeld, Amrabat. Wir bräuchten eigentlich wirklich mal einen rechts Mittelfeldspieler, weil Calejón ist jetzt nicht so baba rated. Amrabat sogar highest rated Spieler. Wo spielt der? In Saudi-Arabien. Ja, gut. Wie willst du den wieder einbauen? Ist so gut wie unmöglich. Pass auf, wir machen es erstmal so jetzt hier. Bringt uns auch absolut gar nichts. Korrekt. Ja gut, wir müssen schauen. Wir brauchen eigentlich neuen rechten Flügel, kriegen wir eh nicht mehr. Das heißt, wir müssten schauen, dass wir auf jeden Fall noch einen Torhüter kriegen. Ohne Torhüter wird sehr kritisch, sagen wir mal so. Wird sehr kritisch. Hätte ich besser Son mitgenommen, jetzt hätten wir Pogba gehabt. Oh, wir haben Pepe. Wir haben Pepe, Premier League. Rechter Verteidiger, boah, der wäre gar nicht so schwach. Aber der ist ja nur 87 rated, Alter. Mit Pogba hätten wir einen 92er, einfach fürs Rating. Wir gehen jetzt auf Risiko. Ich hoffe, dass wir jetzt nochmal irgendwie
Obwohl, jetzt kriegen wir, glaube ich, nur noch Verteidiger, ne? Ah, scheiße gelaufen, Digga, habe ich mir schon gedacht. Egal, Mann. Egal, ich weiß nicht, wir kriegen das Ding. Wir müssen jetzt alles auf den Torhüter setzen, Leute. Also, es hängt wirklich alles vom Torhüter jetzt ab. Davies nehmen wir mit. Ich will das Rating halt hochhalten. Wir sind immer noch auf 92. Eventuell mit sortieren vielleicht auf 93. Je nachdem, wenn die beiden jetzt noch stark werden, dann könnte das machbar sein. Also nicht. Jetzt haben wir total verschissen, ey. Jetzt haben wir wirklich total verschissen, weil jetzt gehen wir runter. Das heißt, hätten wir auch auf Chemie gehen können. Na, toll, ey. Korrekt, Alter. Richtig korrekt. Richtig korrekt, ey. Dann hätten wir auch auf Chemie gehen können. Wir nehmen Willi Orban mit. Okay, Torhüter, jetzt. Wir bräuchten eigentlich ein Icon. Brauchen eigentlich ein Icon im Tor, weil sonst wird es, glaube ich, sehr... sehr schwer. Hamid, der spielt bei DC United, ist aber auch Amerikaner. Der würde Opara schon mal linken, Alter. Das wäre nicht schlecht, ey. Na, weil keiner linkt Piqué, also nehmen wir Hamid mit. Nice, boah, 11 Chemie, Alter, krass. Okay, warte mal. Jetzt haben wir vielleicht, na, warte mal. So hier, dann wollte ich das so eigentlich machen. Na, bringt erstmal weniger, aber so, na, kommt auf Selvinus. Ja, gut. Aber wenn wir den rausstellen, müsste... eigentlich mit, wo ist er, Callejon, ne, wird auch nichts, ah doch, warte, vielleicht mit Callejon und dann Tauvin wieder hoch, dann müsste es, glaube ich, sogar passen, ne, what the fuck, Digga, ja gut, können wir leider nichts dran ändern, 97 Chemie, mehr kriegen wir nicht, schade eigentlich, ey. Das Team ist nice, ey, das Team ist wirklich nice, aber gut, kann man nichts machen, 94er, 93er, 92er, 92er, noch hier einer auf der Bank, stabil, auf 92 gehen wir leider nicht mehr hoch, Schade, 100 Chemie kriegen wir auch nicht, weil 3 Chemie, ihr wisst es, mit Manager wird unmöglich sein. Trotzdem war aber Team, Alter, ist nice geworden. Mal gucken, vielleicht haben wir Glück, ja, kein Chemie, ein. Ihr wisst es, ein ist schon immer meistens das Höchste, was es gibt. Das regt mich so auf dieses Jahr mit den Managern. Das war's, Leute, lasst gerne Like, lasst gerne ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Kostet abonnieren, Glocke aktivieren, Tick einschalten, macht die 1 Milliarde Likes voll, ihr wisst es doch. Checkt noch gerne den Shop aus, nice Designs, blau, rot, orange, grün in den 4 Farben, Kissen, Tassen, Tormodel, nice. LED-Lampe auch am Start, Handyhöhe. Ebenfalls am Start, Leute. Orange, blau, rot, grün und gratis. Autogrammkarte gibt es auch noch dazu. Gerne abchecken, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Checkt wie immer gerne meine Songs aus. Auf Spotify, Leute, heiße ich Till FIFA Gaming. Spotify, YouTube, Amazon Music, Google Play. Überall, wo es Songs gibt, Till FIFA Gaming. Gerne abchecken. Hört euch die Songs an. Dauerschleife-Symbol, dieses Halbkreis neben dem Song anmachen. Und dann Tag und Nacht durchpumpen auf Dauerschleife beim Zocken im Hintergrund die ganze Zeit hören. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal rein und ciao.